Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von BWIN. Dritter Advent, aber für ihn hier fühlt sich das schon an wie Bescherung. Einlaufkind bei Kickers Würzburg gegen Sportfreunde Lotte. Der dritte Advent auf dem Dallenberg. Eisig kalt, aber richtig Bock auf Fußball. Wir steigen ein. 13. Minute, Eckball für die Lotter. Maximilian Oesterhelwig, Adam Straith, 0-1. Klasse Eckball-Variante, aber der steht natürlich auch extrem frei. Adam Straith, der Abwehrchef, mit dem Hinterkopf zum 0-1. Gibt es eigentlich gar nicht so viel, was du dir da notieren musst, außer, dass alles im Moment so läuft, wie du dir das vorstellst. Die Antwort der Kickers aus Würzburg. Eigentlich haben sie alles im Griff. Nee, dann doch nicht. Und dann hat er auf einmal ganz viel Platz. Orhan Ademi, 15. Minute, 1-1. Und da sind sie ein bisschen fahrig, der Lotter. Hätten den Ball schon wesentlich früher klären müssen. Ademi mit brillanter Schusstechnik. Klasse Übersicht. Ich glaube, der blinzelt nur kurz. Und dann schlänzt er ihn ins Eck. Richtig stark. 1-1. Alles wieder auf Null gestellt. Und trotzdem die erste Halbzeit. Alles in allem eine Halbzeit der Lotter. Nee, es war nicht nur einer da. Die anderen, die waren gerade mal in der Halbzeit ein Bier am Wegbringen. Wir steigen ein in Durchgang 2. Und die gehört den Kickers aus Würzburg. Die kommen mit ganz, ganz viel Schwung aus der Kabine. Das ist Simon Skalatidis. Auch dort viel zu viel Platz für Skalatidis. Lotte lässt sich in dieser Phase immer weiter hinten reindrängen. Und kriegt Probleme, Würzburg aus dem eigenen 16er wieder rauszukriegen. Und da ist Fabian Kaufmann. 70. Minute Führung für die Gastgeber. Und wenn du das unterm Tannenbaum tanzt, dann freut sich auch die Oma. Allerdings hier aufzuklären, abseits oder nicht. Der Ball geht an vielen Lottern vorbei, landet dann bei Kaufmann. Der ist gefühlt in Schritt im Abseits. Der Ball zwar abgefälscht, das Ganze allerdings nicht so, dass du daraus irgendwie eine andere Spielsituation machst. Tor hätte so nicht zählen dürfen. Ganz egal, Würzburg macht weiter Druck. Das ist Patrick Göbel. Und die klasse Parade von Groll, der das Ding dann noch unter die Latte lenkt. Lotte hat richtig Probleme. Lotte wechselt dreimal aus. Niedstrube bringt viele Offensive. Aber dabei ist es Maximilian Oesterhelwig, der dort einfach mal draufhält. Wenn schon nichts geht aus dem Spiel, dann eben so ein langes Ding. Und da ist natürlich die Frage, wer ist der Schulz? Eine ganze Fehlerkette. Schießt aus 25 oder 28 Meter, der Ball geht rein. Wir haben Dilettant, wie wir den Ball wieder verlieren. Wir wollen da mit der Außenseite, müssen wir den Ball, wollen wir schön spielen, anstatt wir das Ding auch einfach mal weghauen. Hägele schon, dann Göbi davor, können auch schon weghauen. Und dann muss man den Ball, kann man glaube ich auch halten. Schiele hadert mit seinen eigenen Spielern. Nils Drube, sein Kollege von den Sportfreunden aus Lotte, der hadert noch mit dieser Situation. Das ist natürlich auch für die Schiedsrichter unheimlich schwierig zu entscheiden, aber im Großen und Ganzen muss man ganz klar sagen, abseits. Keine Frage. Auch wenn es verdient war zu dem Zeitpunkt, trotzdem war es in dem Fall abseits. Die Sportfreunde aus Lotte nächsten Samstag zu Gast in Meppen. Richtiges Abstiegsduell. Würzburg jetzt seit 4 Spielen ungeschlagen.